Lieben, schön, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video. In diesem Video geht es um das Verschwinden von Maura Murray. Das ist ein ungelöster Fall, eventuell ein Kriminalfall, aber bildet euch selbst eine Meinung. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mit dem Video. Los geht's. Maura wurde am 4. Mai 1982 in Massachusetts geboren. Sie war das Kind von Frederick und Laurie Murray. Frederick wurde aber eigentlich von allen immer nur Fred genannt und so haben die beiden dann auch ihr erstes Kind genannt. Maura hatte insgesamt 4 Geschwister, einen älteren Bruder mit dem Namen Fred, 2 ältere Schwestern, Kathleen und Julie, und einen jüngeren Bruder, Kurt. Als Maura 6 Jahre alt war, haben sich ihre Eltern dann scheiden lassen. Sie sind wohl aber im Guten auseinandergegangen und Maura hat dann die meiste Zeit mit ihrer Mutter zusammengelebt. In der Highschool hatte sie sehr gute Noten und sie war Läuferin. Sie hat wohl auch einige Wettkämpfe gewonnen und sie ist da sehr drin aufgegangen. Das Laufen hat ihr einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Nachdem sie dann ihren Highschool-Abschluss gemacht hat, ist sie nach New York gegangen, an die United States Military Academy, wo sie Chemie-Ingenieurswesen studiert hat, 3 Semester lang. Aber dann hat sie ihr Studium ganz plötzlich abgebrochen. Der Grund dafür war, dass Maura Make-up gestohlen hatte. Es war wohl auch nur ein sehr, sehr kleiner Betrag, irgendwas unter 5 Dollar, aber sie hatte Make-up geklaut und an dieser Militäruniversität war das eben ein Verstoß gegen den Honor Code. Das war eine richtig ernste Sache und es gab dann auch eine Untersuchung von dem ganzen Fall und es wurde festgestellt, dass es möglich wäre, Maura dafür rausfliegen zu lassen aus der Uni. Maura hat das mitbekommen und hat sich dann von sich aus entschieden, einfach direkt die Uni zu verlassen, bevor sie dann komplett rausgeschmissen wird. Nachdem sie West Point verlassen hatte, ist sie dann an die University of Massachusetts gegangen. Dort war auch ihre große Schwester Julie und Maura hat dann angefangen, Krankenpflege zu studieren. Sie und Julie sollen eine sehr enge Beziehung zueinander gehabt zu haben. Sie haben sich fast wie beste Freundinnen gesehen. Und vielleicht war das auch für Maura so ein kleiner Rückzugsort, zu Julie zu gehen an die Uni und dort jemanden zu haben, der ihr so ein bisschen Beistand leisten konnte, wenn sie in Schwierigkeiten geriet. In West Point hatte Maura auch einen jungen Mann mit dem Namen Billy kennengelernt, in den sie sich verliebt hatte und die beiden hatten angefangen, eine Beziehung zu führen. Und nun war das Ganze natürlich eine Fernbeziehung, aber Verwandte und Freunde sagen, dass Maura und Billy sich wirklich sehr geliebt haben und man eigentlich davon ausgehen konnte, dass die beiden irgendwann einmal heiraten würden. Maura hatte zwar die Uni gewechselt, um eben einem Urteil von der Uni zu entgehen, was diesen ganzen Make-up-Diebstahl betraf, aber im November 2003 hatte sie dann wieder ein paar Schwierigkeiten. Sie hatte nämlich mit einer fremden Kreditkartennummer unglaublich viel Essen zu sich ins Wohnheim bestellt und es ist dann aufgeflogen. Maura hat behauptet, dass sie die Kreditkarte nicht gestohlen hätte, sondern in einem Papierkorb an der Uni einen Beleg gefunden hätte, einen Kassenbeleg, auf dem die komplette Kreditkartennummer drauf gestanden hätte. Und dann hätte sie die Nummer eben einfach genutzt, um sich Essen zu bestellen. Das war sehr, sehr seltsam, weil eigentlich zu diesem Zeitpunkt 2003 schon nicht mehr diese ganze Nummer auf den Beleg gedruckt wurde, weil das eben aus solchen Gründen gefährlich war. Und es war auch sehr seltsam, weil Maura unglaublich viel Essen bestellt hat. Also so viel Essen, dass man 2 bis 3 Leute davon satt kriegen würde. Und es hat einfach keinen Sinn gemacht, dass sie das alles für sich selbst bestellt hat. Es sei denn, sie hätte eine Party gefeiert oder Freunde da gehabt, aber es hat niemand zugegeben, da gewesen zu sein oder dass Maura das Essen für sie bestellt hatte. Es gibt das Gerücht, dass Maura bulimiekrank war. Ich habe allerdings keine wirklich handfeste Bestätigung dafür gelesen. Die Mitbewohnerin von Maura hat gesagt, dass es wohl weithin bekannt war, dass Maura an Bulimie litt. Und ihre Familie soll auch ab und zu abfällige Kommentare ihr gegenüber gemacht haben, bei Familienessen gesagt haben, warum fängst du jetzt überhaupt an zu essen, wenn du es hinterher sowieso wieder auskotzt? Also wirklich bösartige Sachen, aber das sind alles nur Gerüchte. Und ich kann euch nicht sagen, ob das wirklich alles so stattgefunden hat oder nicht, aber es würde erklären, warum Maura so viel Essen auf ihr Zimmer bestellt hat. Es wurde wohl eine Bewährung ausgesetzt, eine 3-monatige, und wenn sie sich in dieser Zeit nicht weiter auffällig verhalten hätte, dann wäre das Ganze eben einfach fallen gelassen worden. Am Abend des 5. Februar 2004 war Maura bei der Arbeit. Sie arbeitete als eine Sicherheitskraft in einem der Wohnheime. Das heißt, dass sie einfach an so einem Schalter gesessen hat und bei jedem, der reinkam, einfach geprüft hat,
was für eine ID die hatten, was für einen Personalausweis die hatten, ob das wirklich Personen waren, die in dieses Gebäude rein durften, die dort lebten, um sicherzustellen, dass eben keine Fremden nachts in dieses Wohnheim hineinkamen. Und eigentlich war das wohl ein recht entspannter Job und eigentlich hätte auch nichts passieren sollen. Aber als Moras Chefin dann nach ihr gesehen hat, fand sie diese total aufgelöst vor. Sie war total verheult und starrte dann einfach nur noch ins Leere, war überhaupt nicht mehr ansprechbar. Also ihre Chefin hat sie mehrfach gefragt, was ist los, was ist mit dir, ist alles in Ordnung? Und nach einer ganzen Weile, in der sie überhaupt nicht reagiert hat, hat Mora dann einfach nur auf ihr Handy gezeigt und hat gesagt, meine Schwester. Aber was mit ihrer Schwester war, das hat sie der Frau nicht wirklich erzählen können. Sie war einfach komplett fertig und hat wieder angefangen zu weinen und war einfach nicht wirklich ansprechbar. Daraufhin hat ihre Chefin sie dann gehen lassen für den Abend. Ihre Schicht war sowieso fast um und hat sie dann in ihr Zimmer gebracht und hat gesagt, hier ist meine Nummer, soll ich bei dir bleiben? Ruf mich an, wenn irgendwas ist. Aber Mora wollte wohl keine Hilfe, hat sich aber die Nummer geben lassen und ihre Chefin hat sie dann dort alleine gelassen. Am 7. Februar 2004, das war ein Samstag, kam Moras Vater auf den Campus und wollte sie besuchen. Das ist wohl nicht besonders ungewöhnlich gewesen, das hat er wohl öfter gemacht. Und er und Mora sind dann ein bisschen rumgefahren, er hatte noch ein recht neues Auto und sie haben sich auch Autos für Mora angeguckt, denn ihr Auto war nach Freds Aussagen schon sehr alt und hat nicht mehr richtig mitgemacht und sie hatten irgendwie überlegt, für Mora ein neues Auto zu kaufen. Später sind sie dann mit einer von Moras Freundinnen essen gegangen und was wohl sehr seltsam war, war, dass beide nicht erwähnt hatten, dass sie nach Autos geguckt hatten. Das ist vielen Leuten hinterher seltsam aufgestoßen, weil man ja denken würde, allein so im Laufe vom Smalltalk, dass man sowas erzählen würde. So, ja, wir haben uns Autos angeguckt und ich kaufe vielleicht ein neues oder mein Vater kauft mir vielleicht ein neues Auto, mein altes Auto läuft nicht mehr so gut. Aber so alles, was sie laut Freds Aussagen an diesem Tag gemacht hatten, er und Mora, das haben sie gegenüber der Freundin bei dem Abendessen nicht erwähnt. Danach hat Fred die beiden Mädchen dann zu einem Laden gefahren, wo die beiden Alkohol gekauft haben, denn sie wollten noch auf eine Party von einer anderen Freundin gehen in einem Wohnheim. Und da hat Fred so zwei verschiedene Stories. In der ersten Story sagt er, dass er einfach nur draußen im Auto gesessen hat und auf die Mädchen gewartet hat. Und in der zweiten Story sagt er, dass er den Mädchen noch gesagt hatte, dass sie jetzt mal schnell machen sollen und es ist egal, welchen Alkohol sie kaufen, sie sollen sich einfach beeilen. Was daran deutlich wird, ist, dass Fred auf jeden Fall wusste, dass Mora und ihre Freundin an diesem Abend Alkohol trinken würden, denn er hat sie ja dorthin gefahren zum Einkaufen und er hat sie hinterher mit dem Auto auf die Party fahren lassen. Er hat Mora das Auto geliehen. Sie hat ihren Vater am Motel abgesetzt, wo er die Nacht verbringen wollte und ist dann zusammen mit ihrer Freundin mit dem ganzen Alkohol im Gepäck auf die Party gefahren. Was auf der Party passiert ist, wer da war und wann Mora gegangen ist, das ist alles unglaublich wirr, denn beide Freundinnen haben gesagt, dass sie sich nicht mehr richtig erinnern könnten. Die eine Freundin hat gesagt, dass sie die Leute dort alle nicht kannte und deswegen nicht genau sagen könne, wer da gewesen ist. Sie können sich auch nicht mehr so richtig erinnern, was auf der Party passiert ist oder wann genau Mora gegangen ist. Die andere Freundin, die die Party mitveranstaltet hatte, konnte wohl so ungefähr sagen, wer da war, aber meinte, sie könne sich auch nicht mehr so richtig daran erinnern. Und auch sie meint, dass sie sich nicht wirklich daran erinnern kann, was auf der Party passiert ist. Also beide haben nicht wirklich was dazu gesagt, was auf dieser Party los war, ob Mora mit jemand anders gegangen ist, ob sie alleine gegangen ist, ob sie betrunken war oder nicht. Es ließ sich dann nach Aussagen der Partygäste so einigermaßen rekonstruieren, dass Mora wohl so gegen 2:30 die Party verlassen hatte. Es gibt verschiedene Aussagen dazu, ob sie alleine gegangen ist oder nicht. Manche Leute behaupten, sie hätten sie mit einem Typen gesehen, konnten den aber auch nicht so richtig beschreiben und andere meinen, das stimmt überhaupt nicht, Mora ist alleine gegangen. Was davon stimmt, lässt sich leider nicht mehr rekonstruieren, da wie gesagt die guten Freundinnen von ihr, die dort auf der Party waren, meinen, dass sie sich nicht daran erinnern können. Um 2:30 in dieser Nacht auf dem Weg mit dem Auto zum Motel von ihrem Vater, um besagtes Auto abzugeben, ist Mora dann gegen eine Leitplanke auf der Route 9 gedonnert. Und sie hat das Auto wirklich komplett geschrottet eigentlich. Es hatte einen Schaden von insgesamt 10.000
$1. Der Polizeibeamte, der dann an den Unfallort gerufen wurde, hat auch einen Bericht geschrieben über diesen Unfall. Was er nicht aufgeschrieben hat, ist, ob er einen Alkoholtest bei Maura gemacht hat oder nicht. Wenn er einen gemacht hat, dann wurde das nirgendwo aufgezeichnet und auch das Ergebnis nirgendwo aufgezeichnet. Es wird aber davon ausgegangen, dass Maura durchaus alkoholisiert war, als sie das Auto gegen die Leitplanke gefahren hat. Das Auto musste dann abgeschleppt werden und die Personen vom Abschleppdienst haben Maura dann noch beim Motel von ihrem Vater abgesetzt. Und sie ist dann wohl auch in sein Zimmer reingekommen, obwohl nicht ganz klar ist, wie. Denn ihr Vater behauptet, er hätte gar nicht mitbekommen, dass sie da angekommen ist und er hätte bis zum nächsten Morgen geschlafen. Also er hat sie nicht reingelassen. Und sie hatte auch eigentlich keinen Schlüssel. Also ich weiß nicht, ob jemand von der Rezeption sie reingelassen hat. Normalerweise hätten die den Vater dann ja auch noch aufwecken müssen oder er wäre davon wach geworden. Anscheinend ist er davon nicht wach geworden. Maura hat dann die Nacht im Motelzimmer von ihrem Vater verbracht. Wie genau, das ist nicht klar, ob es da noch eine Couch gab oder ob sie einfach die ganze Nacht wach war. Sie hat wohl auch in dieser Nacht dann ihren Freund Billy vom Handy ihres Vaters aus angerufen und war komplett aufgelöst. Hat geweint wegen des Unfalls und Billy hat sie wohl ein bisschen beruhigt und hat ihr dann gesagt, dass er am nächsten Morgen nochmal mit ihr sprechen würde, wenn sie sich ein bisschen ausgeruht hätte. Fred Murray sagt, er ist dann am nächsten Tag aufgewacht und hat Maura in seinem Zimmer vorgefunden. Sie hat ihm dann gebeichtet, was mit dem Auto passiert ist und er sagt, er wäre eigentlich nicht wirklich sauer gewesen, sie hätte nicht wirklich Ärger dafür bekommen, denn er wäre davon ausgegangen, dass die Versicherung das auf jeden Fall zahlt. Und er würde sich eigentlich nur Sorgen darüber machen, wie er dann zur Arbeit kommen soll an dem Montag. Denn es wäre besonders schwierig, eben an einem Sonntag dann sich noch irgendwo ein Auto zu leihen. Was schon ein bisschen seltsam ist, denn das Auto war noch sehr neu und Maura hat da echt einen ordentlichen Schaden reingehauen. Also $10.000 ist wirklich nicht wenig. Aber anscheinend hat sie da nicht wirklich Ärger für bekommen. Er ist dann nach Hause gefahren und er hat sie dann an dem Abend um 11:30 noch einmal angerufen. Und hat ihr gesagt, sie solle daran denken, dann am nächsten Tag vom Amt eben Unterlagen zu holen für die Versicherung, wo sie das Ganze dann nochmal ausfüllen kann, was bei dem Unfall passiert ist. Und er meinte, er würde das mit ihr zusammen am Telefon dann besprechen. Also sie würden am nächsten Tag sprechen, wenn sie die Unterlagen hat und dann zusammen das Ganze ausfüllen. Am nächsten Tag, am 9. Februar, hat Maura dann ihren Computer benutzt, um eine Wegbeschreibung zu bekommen nach Berkshire und Burlington in Vermont. Und sie hat wohl auch ihrem Freund eine E-Mail geschrieben zu dieser Zeit und hat ihm geschrieben, dass sie seine ganzen Nachrichten bekommen hat. Also hat wohl immer wieder versucht, dann sie anzurufen, hat ihr SMS geschickt, ob alles in Ordnung ist, weil sie ihn ja in der Nacht davor so verstört angerufen hatte. Und sie meinte nur, sie hätte alle Nachrichten bekommen und sie würde sich einfach gerade nicht so fühlen. Sie würde einfach mit niemandem sprechen wollen gerade. Aber sie würde sich auf jeden Fall noch bei ihm melden und sie würden auf jeden Fall nochmal miteinander sprechen. Sie hat dann außerdem in Bartlett in New Hampshire angerufen und hat dort mit jemandem gesprochen, der so kleine Apartments vermietet. Dort war sie wohl auch schon mal mit ihrer Familie im Urlaub und sie hat sich wohl darüber informiert, wie man da etwas mieten kann. Tatsächlich gemietet hat sie dann aber nichts. Um 11:55 in der Mittagszeit am 9. Februar hat Maura dann eine E-Mail geschrieben an einen Mitarbeiter von der Fakultät ihrer Uni und hat diesen mitgeteilt, dass sie für eine Woche nicht da sein würde, dass sie nach Hause fahren würde, denn es hätte einen Todesfall in der Familie gegeben. Das ist seltsam, denn Mauras Familie hat bestätigt, dass niemand gestorben ist in der Familie zu dieser Zeit. Also das war eine glatte Lüge von Maura. Warum sie das geschrieben hat, ist nicht klar. Um 11:55 hat Maura dann noch einmal in einer Stadt in Vermont angerufen und hat dort sich wieder nach Buchungen für Hotels erkundigt. Aber sie hat wieder nichts gebucht und dann hat sie ihren Freund angerufen, der ist wohl aber nicht dran gegangen. Sie hat ihm dann eine Nachricht hinterlassen, dass sie auf jeden Fall später noch einmal mit ihm sprechen würde. Es lässt sich rekonstruieren, dass Maura dann ihr Auto gepackt hat. Sie hat ihre Klamotten gepackt, sie hat Collegebücher gepackt, ihre Pille, sie hat alle möglichen Utensilien aus dem Badezimmer gepackt, also Duschgel und Zahnbürste und so weiter. Und dann ist sie mit dem Auto losgefahren. Um 3.40 Uhr hat sie $280 an einem Geldautomaten abgehoben und eine Überwachungskameraaufnahme zeigt sie auch dabei. Es zeigt auch, dass sie alleine war, als sie das Geld abgehoben hat. Und danach ist sie losgegangen und hat für insgesamt $40 Alkohol gekauft. Unter anderem Baileys, aber auch Wodka und Wein.
Gegen 3.50 Uhr hat Maura dann wahrscheinlich über die Interstate 91 Amherst verlassen und sie hat dann noch einmal ihre Mobilbox gecheckt um 4.37 Uhr und das ist das letzte Mal, dass man nachweisen kann, dass Maura ihr Handy benutzt hat. Was genau danach passiert ist, was ihr Plan war, wo sie hin wollte, das wurde nie so wirklich geklärt. Das nächste Lebenszeichen von Maura kam dann erst um 7 Uhr abends an diesem Tag in Woodsville in New Hampshire. Denn dort hatte sie wieder einen Autounfall. Es hatte sehr, sehr stark geschneit. In Amherst an ihrer Uni war auch die Uni ausgefallen an dem Tag, weil es so starke Schneestürme gegeben hatte. Und in Woodsville hatten sie eben schon ein bisschen Schnee geschoben und hatten damit so eine ganze Schneewand am Rand der Straße errichtet quasi. Und da ist sie reingefahren mit ihrem Auto. Eine Frau, die in der Nähe gewohnt hat, hat dann das Krachen gehört und hat aus dem Fenster geguckt und sie hat dort gesehen, wie das Auto an dieser Schneewand lehnte. Sie hat dann die Polizei gerufen und hat ihnen berichtet, dass das Auto dort steht, dass es einen Unfall gegeben hatte. Sie hat dann hinterher auch behauptet, sie hätte einen Mann auf dem Beifahrersitz gesehen, der eventuell rauchte. Also sie hatte so ein rotes Leuchten gesehen. Hinterher hat sie das aber wieder zurückgenommen, hat gesagt, sie sei sich nicht sicher. Sie hätte dieses rote Leuchten gesehen, aber es hätte auch sein können, dass das von einem Handy oder so etwas ist. Es wird mittlerweile angenommen, dass es wahrscheinlich Maura war, die versucht hat, irgendetwas mit ihrem Handy zu machen und das Handy hatte eben so eine kleine rote Lampe. Kurz darauf ist ein Busfahrer, der auf dem Weg nach Hause war, an dem Unfallort vorbeigekommen. Er ist dann ausgestiegen, um nachzusehen, ob alles okay war. Maura war mittlerweile aus dem Auto ausgestiegen. Sie hatte keine sichtbaren Verletzungen, aber sie war wohl sehr stark am Zittern, weil es eben unglaublich kalt war. Und er hat ihr dann angeboten, die Polizei zu rufen. Sie hat ihn dann wirklich wohl angefleht, es nicht zu tun. Sie hat immer wieder gesagt, auf gar keinen Fall, es ist alles okay, es ist alles in Ordnung. Bitte rufen Sie nicht die Polizei. Und sie hatte behauptet, sie hätte schon das amerikanische Äquivalent zum ADAC gerufen, die AAA. Und die hätten gesagt, dass sie sofort kommen würden. Der Busfahrer wusste aber, dass es in dieser Gegend, wo Maura da gestrandet war, eigentlich gar kein Mobilnetzwerk gab, dass sie eigentlich überhaupt nicht in der Lage hätte sein können, irgendwen anzurufen. Und deswegen ist er dann nach Hause gefahren und hat von dort aus die Polizei alarmiert. Das war um 7:45 Uhr. Die Polizei ist nur 3 Minuten später dort angekommen, aber zu diesem Zeitpunkt war Maura schon nicht mehr dort. Der Polizist hat aufgezeichnet, dass das Auto wirklich sehr, sehr stark beschädigt war, dass man damit auch nicht mehr hätte fahren können. Es ist wohl teilweise auch gegen einen Baum gefahren. Das Vorderlicht war eingeknickt, eins der Fenster war eingedrückt. Das Auto war abgeschlossen, aber im Auto konnte man rote Punkte sehen. Es war kein Blut, es war wohl Wein, denn hinten im Auto fand man dann eine kaputte Tetra-Box Wein und eine leere Bierflasche. In dem Auto waren außerdem Mauras AAA-Card, also eben ihre Karte für diesen Autoservice. Dann außerdem die Unterlagen, die sie für ihren Vater hätte ausfüllen sollen, wegen des Unfalls, den sie mit seinem Auto gebaut hatte. Ihre Handschuhe waren im Auto, ihr Make-up, Schmuck, die Wegweiser Richtung Vermont. Außerdem ihr Lieblingsplüschtier, das sie wohl von ihrem Freund Billy bekommen hatte. Und ein Buch mit dem Namen Not Without Peril. Zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr will ein Bauunternehmer auf dem Weg nach Hause auf der Route 112 dann eine Person gesehen haben, die am Rand der Straße lang gegangen ist. Das war so 6 bis 8 Kilometer von Mauras Auto entfernt. Er hat auch ungefähr beschrieben, was die Person anhatte. Er hat gesagt, die Person hatte Jeans an und einen dunklen Mantel. Er hat das Ganze aber erst 3 Monate später der Polizei gemeldet, weil er sich nicht sicher gewesen ist oder weil es ihm ja einfach nicht seltsam vorgekommen ist, bis er dann darauf gekommen ist, dass es vielleicht etwas mit dem Fall von Maura zu tun hatte, denn der ist dann doch sehr viel durch die Medien gegangen. Um 8.49 Uhr an diesem Abend ist Mauras Auto dann abgeschleppt worden und um 9:30 Uhr hat dann auch der Polizeibeamte den Unfallort verlassen. Und erst am nächsten Tag hat man sich dann darum gekümmert, dass man einen Vermisstenbericht aufsetzt für Maura. Es wurde beschrieben, was sie anhatte. Sie sollte einen dunklen Mantel angehabt haben, Jeans und einen schwarzen Rucksack aufgehabt haben. Man hat dann auch gegen Mittag versucht, den Vater von Maura, Fred, zu erreichen. Man hat ihm eine Nachricht auf die Mobilbox gesprochen. Allerdings war er gerade arbeiten und er konnte die Nachricht nicht abhören und hat erst um 5 Uhr nachmittags von seiner Tochter erfahren, dass Maura vermisst war, denn die hatten sie erreichen können und sie hat ihrem Vater das Ganze dann erzählt.
Er hat dann nochmal bei der Polizei angerufen und die haben gesagt, wenn Maura am nächsten Tag immer noch nicht aufgetaucht sei, dann würden sie anfangen mit der Polizei zu suchen. Am 11. Februar ist Mauras Familie dann dort angekommen und sie haben ab 8 Uhr morgens angefangen zu suchen, auch zusammen mit Einwohnern dort und wohl auch mit einigen Polizisten. Ein Polizeihund hat wohl auch erst eine Spur aufgenommen, hat die dann aber relativ schnell wieder verloren. Und die Polizisten meinten dann, dass das wohl damit zusammenhinge, dass Maura womöglich in ein anderes Auto gestiegen sei und weggefahren sei. Und deswegen habe der Hund ihre Spur verloren. Auch Mauras Freund Billy ist dann dort angekommen. Er wurde erstmal von der Polizei befragt. Auch seine Eltern sind noch einmal befragt worden. Und um 7 Uhr an diesem Abend, nachdem alle befragt worden waren, hat die Polizei dann gesagt, dass sie glauben, dass Maura entweder weggelaufen sei oder dass sie sich möglicherweise umgebracht hätte. Am nächsten Tag gab es dann auch nochmal eine Pressekonferenz am 12. Februar mit dem Vater und dem Freund von Maura, die dann auch nochmal dazu angehalten haben, nach ihr zu suchen. Und das FBI ist dann später auch noch mit eingestiegen und wirklich alle haben nach Maura gesucht. Sie haben dieses ganze Gebiet durchkämmt, auch mit Hunden durchkämmt, aber sie haben nichts gefunden. Keine Spur von Maura. Niemand wusste, wo sie hin war. Niemand hatte sie mehr gesehen. Dieser Bauunternehmer hat sich, wie gesagt, 3 Monate später erst gemeldet und er ist sich auch nicht sicher, dass es wirklich Maura war. Und für die Familie war das Ganze natürlich unglaublich schwer. Und es ist nach wie vor ein riesiges Rätsel. Ich werde euch jetzt mal ein paar Theorien nennen, was vielleicht mit Maura passiert sein könnte. Aber ich warne euch gleich vor, es lässt sich einfach im Nachhinein wirklich nicht genau sagen. Um erst einmal auf die Theorien zu kommen, die die Polizei unterstützt, da wäre die erste Theorie, dass Maura freiwillig weggelaufen ist. Unterstützt wird die Theorie dadurch, dass sie in ihrem Wohnheimzimmer, was dann später durchsucht wurde, wirklich alle ihre Sachen in Kartons gepackt hatte. Sie hatte alles verstaut, sie hatte alles weggepackt und den Rest eben im Auto mitgenommen. Und sie hatte eine E-Mail ausgedruckt, die sie von Billy bekommen hatte, von ihrem Freund. Und in dieser E-Mail ging es darum, dass Billy sie wohl einst betrogen hatte. Das war aber schon Monate her gewesen. Warum sie das jetzt ausgedruckt hat und dahin gelegt hat, das ist nicht klar. Womöglich war es einfach eine unterschwellige Nachricht an Billy. In dieser Theorie geht es unter anderem aber auch darum, dass Maura eben einfach nicht so perfekt war, wie sie sich gegenüber ihrer Familie gerne mal dargestellt hat. Unter anderem hatte sie wohl auch eine Affäre mit einem Coach von ihrem Lauftraining, denn das hat sie an der Uni weitergemacht. Mit dem hatte sie wohl was und er hat auch gesagt, dass sie wohl auch mit anderen Läufern aus dieser Gruppe etwas hatte und mit anderen Leuten an der Uni, dass sie wohl sehr promiskuitiv unterwegs gewesen ist. Dann noch die Sache mit dem Autounfall, den sie hatte mit dem Auto von ihrem Vater. Sie hatte ja vorher schon Stress an einer anderen Uni gehabt, weil sie Make-up geklaut hatte. Dann hat sie wieder mit einer fremden Kreditkarte Essen gestohlen und ja, es ist einfach so ein Kreislauf von Dingen, die bei Maura einfach nicht so richtig rund liefen. Auch was dieses Telefonat angeht, dass Maura anscheinend so gestresst hat, dass sie bei der Arbeit wirklich komplett in Tränen aufgelöst war und irgendetwas über ihre Schwester gesagt hat. Da ist jetzt nach Jahren rausgekommen, dass ihre große Schwester Kathleen ihr wohl am Telefon erzählt hatte, dass sie gerade aus dem Entzug gekommen war. Sie war nämlich alkoholabhängig und musste eben einen Entzug machen, eine Therapie machen. Und als sie da rauskam, ist ihr Verlobter wohl direkt mit ihr wieder losgefahren, um Alkohol zu kaufen, denn er war ebenfalls abhängig. Und das hat Maura wohl auch sehr, sehr fertig gemacht. Also da wieder ganz viele Familienprobleme, die mit reingespielt haben. Dann ja immer noch dieses Gerücht, dass sie eine Essstörung hatte. Und vielleicht war ihr das einfach alles zu viel. Vielleicht wollte sie einfach abschließen mit allem und neu anfangen, einfach alles hinter sich lassen und hat deswegen einfach nur das Nötigste mitgenommen. Vielleicht wollte sie ihre alten Sachen noch nachholen und ja, sie wollte einfach verschwinden. Eine zweite Theorie der Polizei ist, wie gesagt, dass Maura Selbstmord begangen hat. Das begründet eigentlich auf den gleichen Dingen, die in der anderen Theorie auch schon erwähnt wurden, nur dass es eben da so ausgeht, dass sie nicht gesagt hat, okay, ich lasse alles hinter mir und fange neu an, sondern dass sie sich gesagt hat, das hat alles keinen Sinn mehr. Ich bin eine Person geworden, die ich nicht sein möchte. Ich möchte dieses Leben nicht mehr oder ich habe es nicht mehr verdient zu leben und ich möchte gerne abschließen und mir das Leben nehmen. Sie glauben, dass Maura vielleicht einfach raus in den Wald gegangen ist, um sich umzubringen, dass sie vielleicht sogar versucht hat, mit dem Autounfall sich umzubringen, man weiß es nicht.
Aber das ist eine Theorie, die ihre Familie komplett ablehnt und auch ihr Freund und die Familie von ihrem Freund und ihre Freunde alle sagen, Maura war unglaublich glücklich, unglaublich zufrieden und lebensfroh und eigentlich können wir uns das nicht vorstellen, sie hatte so eine tolle Zukunft vor sich. Aber natürlich heißt das nicht, dass Maura deswegen immun war gegen eine Depression, dass sie nicht vielleicht viel unglücklicher war, als man ihr das von außen so angesehen hat. Deswegen auch das eine mögliche Theorie. Was auch dafür sprechen soll, dass Maura weggelaufen ist, ist, dass es eine Hütte gibt in den White Mountains, die einem Wanderclub gehört und da können eben alle Mitglieder, die den Türcode kennen, hinein und dort das Wochenende verbringen, wenn sie dort in der Nähe wandern sind. Und einer von ihren Coaches vom Laufen, derjenige, mit dem sie eine Affäre hatte, war Teil von diesem Club und ist da wohl auch wandern gegangen. Und es gibt diese Theorie, dass er ihr erzählt hatte von dieser Hütte und ihr den Code gesagt hat oder ihr irgendwie geholfen hat, da unterzukommen oder sie ihm das gar nicht erzählt hatte, dass sie dort unterkommen will, aber irgendwie die Informationen so aus ihm rausgeholt hat und dass sie vom Unfallort des Autos dorthin gewandert ist, dort die Nacht verbracht hat und dann weitergereist ist, wo auch immer hin. Es gibt viele Theorien dazu, dass sie eventuell in Kanada ist, dass sie in Quebec ist. Dort sollen sie auch viele Leute schon gesehen haben oder wollen sie gesehen haben, aber da ist nicht so richtig bewiesen. Es gibt keine Fotos oder so etwas, es gibt einfach wirklich nur mehrere Leute, die behaupten, dass sie sich dort auffällt. Das ist wohl auch schon mal in ihrem Wikipedia-Artikel irgendwie erwähnt worden, allerdings ohne Nachweis. Und ist dann auch recht schnell wieder gelöscht worden. Eine andere Theorie ist, dass Maura eigentlich auf dem Weg ganz woanders hin war, wo auch immer hin, und diesen Autounfall hatte. Dass sie getrunken hatte, offensichtlich, denn in dem Auto waren ja eine leere Bierflasche, eine leere Packung Wein, dass sie das alles getrunken hatte, weil sie vielleicht aufgewühlt war oder weil auch sie ein Alkoholproblem hatte. Dass sie dann diesen Autounfall hatte und dann einfach schnell weggelaufen ist vom Auto, weil sie wusste, dass der Busfahrer wohl die Polizei rufen würde oder irgendjemand anders die Polizei rufen würde und sie Angst hatte, dass sie dann nochmal Ärger kriegen würde, weil sie betrunken mit dem Auto gefahren ist. Und sie hatte ja immer noch diese Bewährung ausstehen, weil sie diesen Diebstahl begangen hatte mit der Kreditkarte und dass sie dann einfach losgegangen ist in den nahegelegenen Wald, um sich dort zu verstecken, damit dann, wenn sie zur Polizei käme, man nicht nachweisen könne, dass sie betrunken war, als sie Auto gefahren ist. Und dass sie dann einfach sich verlaufen hat, es war auch unglaublich kalt dort, dass sie nicht zurückgefunden hat und dass sie dann einfach erfroren ist. An und für sich ist das, finde ich, eine sehr plausible Theorie. Allerdings fragt man sich dann natürlich, was mit der Leiche passiert ist. Denn die hätte man ja irgendwann finden müssen bei den Suchaktionen. Und selbst wenn sie unter dem Schnee begraben war, hätten die Hunde das ja irgendwie wittern müssen. Aber niemand hat jemals dort eine Leiche gefunden, schon gar nicht die Leiche von Maura. Und deswegen ist auch die Theorie etwas wackelig. Eine Theorie, an der Mauras Familie sehr stark festhält, ist die, dass Maura entführt worden ist, dass sie vom Auto weggegangen ist, irgendwie entführt wurde und dass jemand sie umgebracht hat. Denn ihre Familie sagt, Maura wäre niemals weggelaufen, sie hätte sich bestimmt nicht umgebracht und wenn sie sich umgebracht hätte, dann hätte sie einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und sie halten auch die Theorie, dass sie vom Auto weggelaufen ist und dann erfroren ist, für unwahrscheinlich, eben weil es keine Leiche gibt. Sie glauben, Maura ist entführt worden. Sie glauben, sie wurde vielleicht in ein Auto gezogen und weggebracht. Und jemand hat sie dann ermordet. Es gibt nicht wirklich viele handfeste Beweise, die dafür sprechen, dass Maura ermordet wurde. Spät im Jahr 2004 soll ein Mann ihrem Vater Fred ein Messer gegeben haben, das wohl schon sehr rostig war und soll gesagt haben, sein eigener Bruder hätte Maura umgebracht, er wüsste das, sein Bruder und seine Freundin hätten sich seltsam benommen zu der Zeit, als Maura verschwunden ist. Und er hätte das bestimmt mit diesem Messer getan. Im Oktober 2006 gab es mal wieder eine von vielen Suchen nach Maura, auch mit Polizeihunden. Und diese Polizeihunde haben bei einem bestimmten Haus sehr, sehr stark Alarm geschlagen. Und das war das Haus von dem Bruder des Mannes, der das Messer überreicht hatte, also vom angeblichen Täter, von dem Mann, der schon beschuldigt wurde von seinem eigenen Bruder, dass er das getan haben sollte. Und sie durften dann auch das Haus durchsuchen. Die Hunde haben dann angefangen zu schnüffeln, ganz viel in einem Schrank im Obergeschoss. Und diese Hunde können wirklich riechen, wo eine Leiche gelegen hat, auch wenn es schon Jahre her ist.
Und die haben wohl sehr, sehr stark Alarm geschlagen an dieser Stelle. Man hat dann ein Stück Teppich entnommen und das getestet. Aber was dabei rausgekommen ist, das ist nie an die Öffentlichkeit gelangt. Allerdings wurde der Bruder auch nie mit der Tat belangt. Deswegen wird davon ausgegangen, dass er es wohl nicht gewesen ist, beziehungsweise dass bei den Tests nichts rausgekommen ist, um ihn anzuklagen. Die Familie dieses Mannes hat außerdem gesagt, dass sein Bruder ihn nur angeklagt hätte, weil er die Belohnung haben wollte, die dafür ausgesetzt war, für jeden, der einen Hinweis geben konnte darauf, was mit Mona passiert war, dass er eben einfach nur auf das Geld ausgewiesen war und dass es eigentlich keinen wirklichen, nicht wirklich Hand und Fuß hatte. Warum hätte dieser Mann Mora umbringen sollen? Er kannte sie gar nicht und es sind überhaupt gar keine handfesten Beweise da, außer eben der Aussage von dem Bruder und der Reaktion der Hunde. Aber da scheiden sich die Geister so ein bisschen. Manche Leute finden, dass man sich den Bruder genauer hätte angucken müssen. Andere sagen, das Ganze führt einfach nirgendwo hin. Der hatte damit definitiv nichts zu tun. 2014 und dann auch nochmal 2019 hat Moras Vater in Interviews gesagt, dass er davon ausgeht, dass seine Tochter tot ist, dass sie jemand umgebracht hat. Er glaubt nicht, dass sie sich umgebracht hat, auch nicht, dass sie weggelaufen ist und jetzt, was eben die Version ist, die ja viele erzählen, glücklich in Kanada lebt. Das kann er sich einfach nicht vorstellen. Er sagt, das würde sie ihn niemals antun und dass sie einfach nur keinen Kontakt zu ihnen aufnimmt, weil sie es nicht kann. Traurigerweise gibt es auch nicht wirklich viele Hinweise, was mit ihr passiert ist. Jede Version ist genauso möglich wie die andere. Es kann sein, dass sie weggelaufen ist. Es kann sein, dass sie einfach gestorben ist auf dem Weg durch den Wald. Es kann sein, dass sie sich umgebracht hat. Es kann sein, dass sie jemand entführt hat. Es gibt keine genauen Anhaltspunkte für eine der Theorien. Was noch einmal für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, war, als 2012 ein YouTube-Account erstellt wurde mit dem Namen Mr. 112 Dirtbag. Und das war ein Kanal, der wohl viele Anspielungen darauf gemacht hat, dass er der Mörder sei von Maura Murray. Er hat unter anderem ein Video gemacht, das heißt Anniversary, wo er einfach nur lacht und das Video wurde hochgeladen am Jahrestag von Mauras Verschwinden, was sehr, sehr makaber ist. Und allein der Name ist auch schon ein Hinweis darauf, dass es was mit Maura zu tun hat, denn 112 ist die Route, die Straße, auf der das Ganze sich ereignet hat, auf der Maura dann auch nochmal gesehen wurde. Und Dirtbag bezieht sich auf ein Interview mit Mauras Vater, in dem er gesagt hat, er glaubt, dass irgendein Dirtbag, also irgendein Drecksack, seine Tochter entführt hat und umgebracht hat. Ja, dieser Kanal wurde dann irgendwann gelöscht, wahrscheinlich von YouTube. Der Kanal existiert auch nicht mehr. Ich habe ein Video gefunden, wo er eben einfach nur so seltsam, gruselig, krank, wie auch immer, lacht. Ich werde euch das unten verlinken. Es wird aber allgemein nicht davon ausgegangen, dass diese Person irgendwas mit dem Fall zu tun hatte, sondern dass er einfach nur aufmerksamkeitsgeil war und es einfach wahrscheinlich lustig fand, darüber zu trollen und dass ja, er damit Aufmerksamkeit haben wollte, was natürlich sehr widerwärtig und traurig und abstoßend ist, denn die Familie leidet natürlich heute noch sehr darunter und wünscht sich, dass sie irgendwie damit abschließen kann, wie auch immer das Ganze jetzt ausgeht. Ich glaube, das Schlimmste ist einfach wirklich nicht zu wissen, was passiert ist. Das war der Fall von Maura, sehr, 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 sehr komprimiert zusammengefasst. Es gibt wirklich eine Fülle von Theorien im Internet dazu, was passiert ist, was das vielleicht für Zusammenhänge geben könnte. Also man kann sich da wirklich komplett drin verlieren. Ich werde euch natürlich nochmal alle meine Quellen unten in die Infobox packen. Es fragen mich immer noch ganz viele, was meine Quellen sind. Die Bildquellen blende ich euch ja immer mit ein. Die sind auch immer verbunden mit Artikeln, aber unten in der Infobox. Ihr müsst einfach nur unten unter dem Video auf diesen Pfeil klicken. Ich glaube, es ist ein Pfeil. Und dann findet ihr wirklich unten alle meine Bildquellen und meine kompletten Quellen. Da könnt ihr natürlich immer gerne alles nachlesen, aber wie gesagt, es gibt keinen Mangel an Informationen zu diesem Fall im Internet. Ganz im Gegenteil. Ich muss das Ganze natürlich immer so ein bisschen zusammenfassen und mich auf das Wichtigste beschränken, weil diese Videos sonst stundenlang werden und das A für mich wirklich unmöglich zu drehen wäre oder zu schneiden und B es sich wahrscheinlich auch niemand mehr angucken würde. Aber wie gesagt, schaut da gerne rein, wenn ihr euch noch weiter mit dem Fall auseinandersetzen wollt. Ja, das war mein Video zu dem vermissten Fall Maura Murray. Was meint ihr, ist die wahrscheinlichste Version der Dinge?
Glaubt ihr, dass sie weggelaufen ist, weil sie Angst hatte und ihr dann irgendwas zugestoßen ist? Glaubt ihr, sie hat sich umgebracht? Glaubt ihr, jemand hat sie entführt und umgebracht? Glaubt ihr, sie lebt jetzt glücklich in Kanada oder in irgendeinem anderen Land? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare und diskutiert gerne sachlich miteinander. Bitte geht euch nicht an die Gurgel. Unter manchen Videos passiert das leider. Ja, das war auch schon das Video. Gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, wenn es für euch interessant war. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann freue ich mich natürlich sehr darüber, wenn ihr diesen Kanal abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Wir haben jetzt einfach gerade heute, kurz bevor ich angefangen habe, dieses Video zu drehen, 70.000 Abonnenten erreicht. Das ist krass für mich. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin euch so, so dankbar. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich gerne abonnieren. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.